Ich erkläre an einem Beispiel, wie man das dritte Gesetz von Kepler anwendet. Und mein Beispiel ist, ich vergleiche den Mond und die ISS. Beide sausen um die Erde rundum. Beim Mond ist die große Halbachse gegeben, die Zeit. Und bei der ISS ist die Zeit gesucht. Und die große Halbachse ist ein bisschen indirekt gegeben, 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Erstmal dieses Halbachse, das will ich jetzt erklären. Also der Mond der läuft auf einer elliptischen Bahn, das heißt, ja, die Erde ist jetzt mal in diesem Fall mal grün, hier ist die Erde, ja, und der Mond läuft auf einer Ellipse. Ja, der ist hier schnell und hier ist er langsam. Und die große Halbachse, das ist das A und die kleine Halbachse ist das B. Man kann aber meistens, also wenn es um Planeten geht, die um die Sonne kreisen, kann man meistens sagen, so näherungsweise, Näherung, ja, A ist ungefähr gleich B. Man sieht, das stimmt nicht, also ungefähr gleich B. Und dann nenne ich das R, den Radius. Also ich kann meist die Ellipse durch einen Kreis annähern und dann habe ich nicht A und B, sondern R. Gut, oder ich schaue im Wikipedia nach, was die große Halbachse ist und nehme gleich die große Halbachse. Aber wenn R gegeben ist, dann ist R gleich A. Ja, also so, R ist ungefähr gleich A. Wenn er, gut, dann habe ich ein bisschen, genau, ich brauche noch die ISS, saust hier auch. Ja, jetzt mache ich noch eine schöne Zeichnung. Also hier ist die Erde. So, super. Die ISS saust um die Erde und der Mond ist weiter weg, saust auch um die Erde. Und bei der ISS brauche ich jetzt entweder Radius Halbachse und ich habe die 400 Kilometer gegeben. Das heißt, ich brauche noch der Erdradius. Das ist 6370 Kilometer. Das heißt, A von der ISS oder Radius von der ISS ist die 6370 Kilometer plus die 400 Kilometer. Und jetzt habe ich aber. Also ich habe das von der ISS, das A und vom Mond das A und vom Mond das T und gesucht ist von der ISS das T. Ja, also vier Sachen, drei gegeben, eins gesucht, auflösen. So funktioniert dieser Kepler immer. Es muss was gegeben sein, auflösen, fertig. Mach das jetzt mal. T, ISS, gleich Quadrat machen wir jetzt nochmal, gleich T Mondquadrat durch A Mondquadrat hoch 3, nicht Quadrat, so, hoch 3, mal A ISS hoch 3. Okay, und dann natürlich die Wurzel. So, wir haben hier ein bisschen komische Einheiten, also wir haben Kilometer und Tag. In der Physik sage ich normal immer, das in Meter und das in Sekunde. In diesem speziellen Fall funktioniert es ausnahmsweise, aber auch, wenn man es so lässt, weil sich die Kilometer hier kürzen. Ich mache das mal. Also der T-Mond sind 27,32 Tage zum Quadrat. Dann die ISS, das ist 6370 plus 400, ja, Kilometer. Hoch 3 durch die 384 400 Kilometer hoch 3 und Wurzel. Und dann kürzen sich die Kilometer weg und Tage Quadrat Wurzel raus, dann kommen hinten Tage raus. Ja, so. Ist gleich Tage. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, immer Nummer, also auf Nummer sicher gehen, immer auf Meter und Sekunde. Okay, und was kommt raus? Irgendwie nicht so anschaulich. Ja, 0,063 Tage. Und das tue ich jetzt doch T gleich, wenn ich es mal 24 nehme. Also 24 mal 0,063. Und dann habe ich Stunden und das ist 1,5 Stunden. Also in 1,5 Stunden saust die ISS einmal um die ganze Erde. Die haben da ein Fenster, die können da zugucken, wie sich das so dreht. Genau. Und jetzt weiter. Ich vergleiche jetzt hier. Also ich habe verglichen. Ja, ich habe hier die Erde. Ich habe verglichen die ISS, die um die Erde saust, und der Mond, der um die Erde saust. Okay. Wenn ich jetzt die Sonne nehme, hier ist die Sonne. So, dann könnte ich zum Beispiel den Merkur vergleichen mit dem Mars. Ja, auch wieder drei Sachen gegeben, eins gesucht. Ich kann natürlich nicht den Mars, der um die Sonne saust, vergleichen mit dem Mond, der um die Erde saust. Da klappt die Formel nicht, sondern der Kepler bezieht sich immer auf
Die Bewegung um ein Zentralgestirn. Genau. Mehr ist nicht dabei.